schönen guten Abend aus den Untiefen der Nacht emporgeschritten. Bin ich mit den längst vergessenen Dokumenten vergangener Zeit mit einem weiteren Let's Play aus einer Minecraft-Survival-Welt. Heute mal wieder mit etwas anderer Musik und Atmosphäre. Ich muss mal ein bisschen leiser. Ich bin immer noch dabei, meine Einstellung zu finden. Ist ja auch okay. Ist ja nicht so, dass wir hier professionell abliefern wollen würden. Kurfuscher bleibt Kurfuscher. Ergo wird jetzt mal schön weiter gefuscht, bis wir irgendwann fertig sind. Ja, ich bin immer noch dabei, ein bisschen Holz zu sammeln, weil die Aufnahme aus der Vergangenheit hat mich inspiriert, dass wir mehr Holz brauchen und mehr Setzlinge. Wir brauchen endlich eine Holzfarm. Und eben diese werden wir uns jetzt endlich mal bauen. Und ja, die Musik passt jetzt eher zur Höhlenerkundung. Denn in die sibirische Tundra. Aber man kann halt nicht alles. Aber wir wollen uns ja dann auch demnächst mal was Hübsches irgendwo hinstellen. Ein bisschen Blockhausmäßig. Weil das ist dann auch noch der Plan für die Baumplantage und das bauernhofartige Gebiet, was sich dann bald ergeben wird. Ja, wir mal ein paar Setzlinge einsammeln auf dem Weg. Da fallen sie runter. Aber ja, es wird schon wieder düstere Nacht. Und weil dem so ist, kehren wir zurück an den Ort, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Nee. Wenn wir dann irgendwann durch die Tür passen. Aber ja, sieht gar nicht so verkehrt aus. Das alles jetzt. Lass nebenbei nämlich noch ein bisschen was rechnen. Aber scheint jetzt so auf das Minecraft mit Optifine Version A6. Ich hoffe, das ist die Version. Sieht die Sache schon wieder ein wenig flüssiger aus. Man könnte sogar wieder über Shader nachdenken. Aber die nur gesetzt den Fall, dass wir nebenbei nichts mehr machen, weil das wird dann wieder knapp. Mit der Shaders, ne? Da wird's wieder knirsch. So. Und ja, Saplings gibt es auch noch und nöcher hier. Was sehr gut ist. Durchgraben. Und hier fallen sie alle vom Himmel. Ganzen schönen Saplings. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und wie gesagt, die historische Aufnahme ist erstmal ein Unikum. Mal gucken, ob ich noch weitere auftreiben kann. Das Ganze sollte nur unterstreichen, wie lange es schon Minecraft gibt und wie lange man sich schon an diesem Spiel erfreuen kann. Die komischen Störgeräusche im Hintergrund waren leider nicht zu vermeiden. Es ist halt alte Projektionstechnik. Dadurch
leider auch etwas Ton zustande, der sonst nicht zustande gekommen wäre. Naja, man kann halt nicht alles haben. Vor allem nicht, wenn man auf alte Technik sitzt. Ja, wobei mir dieses Lied wieder sehr, sehr gut gefällt, weil wir hören heute mal wieder was anderes. Ich habe mal wieder ein bisschen gesucht und wir hören die ersten... Ah, toll. Die ersten zwei Stücke von einem Künstler namens Doc. Auch auf Jamendo gefunden. Er produziert Ambient unter einer für uns brauchbaren Lizenz. Was wiederum sehr gut auch zu unserem Ansatz hier passt. So, jetzt will ich hier schon wieder weitermachen mit der bloßen Hand, aber das sollte man nicht tun. Saplings noch und nöcher, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Weil wir werden sie alle brauchen. Alle Samplings. Samplings sind auch schön. Was hast du denn da? Ein Sampling? Zeig den doch mal her. Aber nein. All your saplings belong to us. Ja, naja. War heute nicht mein bester. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal neues Werkzeug. Ich könnte ja eigentlich die Setzlinge hier mit reinwerfen, die Kiste. Das wäre viel schlauer, als sie in diese Kiste hier zu werfen. Hier noch Zuckerrohr, Kakteen, Blumen, Pilze, Lehm. Nö, 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 nö. So, es kommt alles rüber. Setzlinge, Blumen, Rosen, Kakteen. Ah, siehst du. Das habe ich vergessen. Die Inventory Tweaks. Naja, kommen dann später. Geht auch erstmal ohne. Dann müssen wir halt die Kisten mal wieder selber sortieren. Beziehungsweise beim nächsten Let's Play wird es dann dabei sein. Das nächste Let's Play ist jetzt auch nicht immer so final. Ich dachte mir, es wäre für euch vielleicht auch angenehmer, so über längere Zeit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass ich mir Werkzeug bauen wollte, über längere Zeit auch Let's Plays genießen zu können. Und weil ich euch diesen Luxus einheim geben möchte, habe ich jetzt ein bisschen mit YouTube rumgespielt und habe so Veröffentlichungseinstellungen gefunden, die ungefähr dem entsprechen, was man so haben möchte, glaube ich. Also man kann da auch so vorproduzieren und dann macht er das irgendwann. Also auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist es schon da. Ist doch faszinierend, oder? So. Hi. Ah. Toll. Natürlich. Die Intro... Ah, ey. Wie sehr man sich an Scheiße gewöhnt, die man sich so installiert hat. Dammit. Jetzt habe ich eine Axt zu viel bei. Naja, was soll's. Äxte kann man nie genug haben, mein Sohn. Melonen auch nicht. Oh, Setzlinge auch nicht. Dann müssen wir nachher nochmal die Kiste plündern gehen und wir werden dann hier mal diese Insel... Irgendwie, ach, dann machen wir das gleich hier, unsere Baumfarm. Wir fällen erstmal alle Bäume. In bester Großplantage-Manier wird erstmal alles platt gemacht, was hier so ist. Und wenn dann alles platt ist, was hier so war, dann erst geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar dem Abtragen der kompletten Insel. Weil man muss ja nicht immer so knickrig sein bei der Umgestaltung der Welt. Man kann das Ganze ja auch etwas, wie heißt das Wort, etwas wahnsinniger angehen. Ich glaube, wahnsinnig beschreibt das ganz gut. Ja. Und wenn wir dem Wahnsinn anheim
Eigenheim gefallen sind. Naja, ihr wisst schon. Dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. Muss auch noch irgendwo was drinstecken in dem Baum. Nee, da ist nichts mehr. Oh, ein Apfel. Wie überaus praktisch. Jetzt ist schon der nächste Baum. Ne, sieht gut aus. Kommen wir erstmal wieder runter. Und wenn wir wieder unten sind, geht es weiter zum nächsten Baum. Wir roden einfach mal die komplette Insel leer. Also das Ganze auch, um einen geschichtlichen Bezug hier herzustellen, weil die Geschichte, das ist ja das, was alle interessiert. Wo kamen wir her? Wo wollen wir nicht wieder hinlaufen? Das ist ja die Frage, die alle bewegt. Und der geschichtliche Bezug an dieser Stelle wäre Italien. Oder auch Spanien. Ich glaube, Spanier haben das auch gebracht. Die zum Aufbau ihrer Seeflotten ihre kompletten Wälder gerodet haben, die bis heute immer noch nicht wieder da sind. In Deutschland lief das ähnlich, bloß wir hatten es eher mit dem Aufforsten. Es gibt ja in Deutschland ganz wenig Urwälder nur noch. Ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. Die Urwälder in Deutschland. Das macht plöpp. Das ist ja praktisch. Wenn ein Huhn ein Ei legt, macht es plöpp. Auch ein ganz normales Geräusch eigentlich. Der Birken. Hier ist irgendwie so ein Birkenüberschuss. In diesem Biom. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Ja. Also auf jeden Fall. Ich meine jedenfalls, die Römer haben es geschafft. Das genau hinzukriegen mit dem Wald und so. Das haben sie schon mal geschafft, damals. Als sie nicht Heim für komische Politiker waren, sondern eine Großmacht in Europa. Das größte zusammenhängende Reich, welches es jemals gab. Wenn man jedenfalls Fernsehdokus glauben möchte. Ich glaube, da war noch sowas wie funktionierend mit eingebaut oder sowas. Irgend so ein Fachterminus, der dann sagt, wir ignorieren einfach mal China. War da bestimmt noch eingebaut. Ich glaube, das Größte hatten die Chinesen bislang. Also flächenmäßig das Größte. Ausmaßmäßig das Größte könnte sogar sein. Also das Außenmaß, wenn man so außenrum eine Linie ziehen möchte, wenn man das dann unbedingt will. Wenn man es nicht unbedingt will, kann man es auch sein lassen. Das haben Linie so an sich. Die fügen sich dem Willen des Zeichners. Auf jeden Fall heute auch wieder etwas gesprächiger als der letzte Cast, das letzte Let's Play. Lag einfach daran, dass ich so übermannt war von dieser Authentizität der Originalaufnahmen aus den 20er Jahren. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich sowas wie jemals finden könnte. Aber ja, es war zu finden im Internet. Habt es dann einfach mal für euch vertont und bei mir eingestellt, dass ihr es dann leichter finden könnt. Aber irgendwie scheint diese Tür mich nicht mehr zu mögen. Naja, laden wir erstmal ab. Laden wir erstmal ab, was uns belastet. Naja, belastet ist auch übertrieben, aber was wir so gerade mit uns rumschleppen. Lecker Melone futtern könnten wir auch mal wieder. Äpfel weglegen ist auch immer wieder eine Variante. So, weiteres
das Essen. Ja, das Hühnerbad, also die Hühnerfarm, die halbautomatisierte, müssen wir uns dann auch bald mal bauen. Ich sammle ja schon fleißig Eier um unser Farmville-Projekt auf der anderen Seite des Berges voranzutreiben. Ja, hin und wieder mal einen Schluck trinken ist doch auch eine Variante. Na, schaffst du es noch bis zu uns? Er hat gar keinen Kopf. Ja. Gut. Die andere Folge, wo der Creeper mir die Tür weggesprengt hat, habt ihr bestimmt auch alle schon gesehen. Ansonsten empfehle ich sie. I like. Na, Daumen hoch für diese Folge. Seid so nett. Weil irgendwann möchte ich auch gelistet werden. Neben den Größen der Minecraft Let's Plays. Wäre freundlich von YouTube, aber dafür sind meine Zuschauerzahlen noch etwas zu wenig unten. Also falls ihr noch Leute kennt, die auch andere Minecraft Let's Plays gucken, empfehlt mich einfach mal weiter. Wäre nett und freundlich von euch. Weil es macht einfach mehr Spaß, wenn man dann so sieht, dass wenigstens mal, naja, so 10, 20 Leute sich die Sache angeguckt haben und nicht nur 3. Da fühlt man sich sonst so, naja, wie fühlt man sich da? Also eigentlich fühlt man sich so wie immer, aber man fragt sich doch dann, ob es den Aufwand lohnt. Das ist jedenfalls die Frage, die ich mir immer sehr oft stelle. Ist denn das, was ich mache, wirklich die Zeit wert, die ich investiere, um das zu machen? Das ist eine Frage, die sollte man sich einfach häufiger im Leben auch mal stellen. Kann einen auch ziemlich ins Boxhorn jagen. Oh. Holy Chicken! Tada! Weg mit dir. So. Mit dem Huhn. Auch eigentlich recht schön hier unten. Machen wir mal Anti-Spawn-Lampen rein. Hui, hier geht's aber mal tief. Ne, aber nicht so tief. Ah, da können wir nochmal ein Fäckelchen reinstellen. Das ist doch auch hübsch. So. Tja, womit hatte ich mich verquatscht? Genau. Das war ja die Sache mit den Römern und dem Wald, der verschwand. Ist schon krass, ne? Deutschland so als waldliebende Nation. Wer erinnert sich nicht damals die Aussagen? Zuerst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Deutschland ist eigentlich so ein Land von Baumschmusern. Das ist halt... Wer kennt das nicht? Ich weiß nicht, wie es euch da drüben... Also ich habe ja auch treue Zuschauer aus Österreich und der Schweiz. Weiß nicht, wie euch da geht. Wahrscheinlich heißt es da nicht